Ja, dann bitte ich jetzt alle, sich zu setzen und schön leise zu sein, damit wir anfangen können. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer abendlichen Diskussion. Mein Name ist Christiane Gräfe, ich arbeite für die Zeit mit Fokus auf Ökologie und entwicklungspolitischen Themen und freue mich sehr, dass Sie alle geblieben sind oder auch noch neu dazugekommen sind. Wenn wir jetzt, nachdem heute tagsüber der Green New Deal ja schon sehr konkret diskutiert worden ist, mehr oder weniger in die Praxis umgesetzt worden ist, wenn wir jetzt noch mal etwas grundsätzlicher werden und die darunterliegende Frage aufwerfen, ob er denn wirklich des Rätsels Lösung ist. Wir haben vor wenigen Tagen den 7 Milliardsten Menschen auf diesem Globus begrüßt. Und das hat natürlich Freude ausgelöst, aber es hat eben auch sehr viel Sorge ausgelöst, weil, und das muss ich wahrscheinlich hier nicht ausführen, die Frage, ob es denn für alle reicht und wie es für alle reicht, ob die Ressourcen, die natürlichen Ressourcen für alle reichen, sich damit nochmal wieder symbolisch veranschaulicht hat. Die Frage nach den Grenzen des Wachstums ist nicht neu. Sie wurde schon in den 70er Jahren gestellt. Sie war zwischendurch durch das, ich nenne es schon das neoliberale Dogma, mehr oder weniger tabuisiert und taucht jetzt umso drastischer wieder auf, weil sich die Konsequenzen eines ungebremsten Wachstums eben immer sehr viel schwerer verbergen lassen. Wir haben einen dramatischen Klimawandel, wir haben Ressourcenprobleme, wir haben den Planeten bereits überstrapaziert. Ich glaube, im September war der Overshoot Day, heißt er. Das ist der Tag, an dem eigentlich die Ressourcen für das Jahr verbraucht sind. Für Tim Jackson, den Sie vielleicht kennen und der das schöne Buch Wohlstand ohne Wachstum geschrieben hat, ist die Diskussion über das Wachstum, ob wir es wirklich brauchen, ob wir es noch brauchen, ob wir es modifizieren müssen, ob man es modifizieren kann und wie, ich zitiere, die wichtigste Unterhaltung unserer Zeit. Dieser englische Ökonom hat ein Forschungsinstitut für nachhaltige Entwicklung mit dem schönen Namen Resolve. Und Resolve, das steht als Akronym sowohl für den Begriff Lösungen, also die Suche nach Lösungen. Aber Jackson hat mal erzählt, dass es auch ein Medikament gibt in England. Und zwar ist es ein Medikament, das man einnimmt, wenn man einen Kater hat. Und insofern in der Metaphorik bleibend die Frage, ob die Party vorbei ist oder ob wir eine andere Party feiern können. Die wollen wir heute Abend diskutieren. Kann man die Grenzen des Wachstums ausdehnen? Soll man sie ausdehnen? Dazu haben wir zwei Gesprächspartner, von denen historisch überliefert ist, dass sie unterschiedliche Auffassungen dazu haben. Und wir hoffen, dass es eine spannende, lehrreiche Diskussion gibt, bei der noch unklar ist, ob es am Schluss sie sich zusammenraufen oder ob es, wie man im Englischen so schön sagt, ein Agree to Disagree geben wird. Ich möchte sie Ihnen gerne vorstellen. Zu meiner Rechten Ralf Füchs, ist wahrscheinlich allen bekannt, grüner Politiker seit vielen Jahren, seit 1982. Ich habe gesehen, Sie feiern nächstes Jahr 30-Jähriges dann. Ne? Er war Bremer Umweltsenator und leitet seit 1996 die Heinrich-Böll-Stiftung. Gemeinsam mit Barbara Unmüßig bildet er da eine Doppelspitze. Und zu meiner Linken Uwe Schneidewind, Ökonom wie auch Ralf Füchs, Professor gewesen am Institut für Wirtschaft und Ökologie in St. Gallen, dann an der Karl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg, wo er dann auch mehrere Jahre lang Präsident war, Hochschulpräsident. Und jetzt leitet er seit vergangenem Jahr das Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie in Wuppertal, wie der Name schon sagt. Wir werden zunächst hier auf dem Podium diskutieren, so wie es auch bisher verlaufen ist. Dürfen Sie dann, sollen Sie dann, bitten wir Sie dann anschließend Ihre Anstöße zu geben, Ihre Fragen zu stellen. Aber zunächst die Herren, to grow or not to grow, das ist die Frage. Und ich möchte Sie zuerst how to grow, an Professor Schneidewind stellen. Herr Vergriffe, herzlichen Dank
Wir haben jetzt ja heute bewusst Streitgesprächmodus, da habe ich mich auch sehr auf diesen Abend gefreut und gerade vereinbart haben, dass ich starte und eine kleine Brücke baue zu dem, was wir vorher gehört haben. Da ging es ja um Chemieindustrie und als jemand, der jetzt seit 10, 15 Jahren diese chemiepolitische Debatte mitbekommt, muss man sagen, das war ziemlich ernüchternd. Also die Argumentationsmuster, die kamen einem sehr bekannt vor. Da wird jetzt unter dem Label Green New Deal eine Studie vorgelegt, die viele Vorschläge enthält, wo man sagt, Mann, das hast du alles schon mal auch in den 90er Jahren gehört. Und man sich nun fragt, warum ist das eigentlich so? Und meine Eingangsthese für die Debatte jetzt ist, das hat damit zu tun, dass die Schlüsselfrage, nämlich über Wachstum, Wachstumsperspektiven zu diskutieren, im Hinblick auf so eine Branche überhaupt nicht aufgekommen ist. War kein Thema. Und jetzt gucken wir uns mal diese Industrie an, was die antreibt. Wenn Sie auf in den Bayer-Produktionskomplex gehen, zentrale Kundensegment ist die Automobilindustrie. Die hängen in ihrer ganzen Konjunkturzyklen und Produktionsmengen an der Automobilindustrie. Also die Frage, wie in Zukunft in Automobil organisiert wird, ist von zentraler Bedeutung für die Chemieindustrie. Zweiter Bereich, Agrarchemie. All das, was passiert, die zentralen Mengen gehen genau in die Agrarchemie, die noch effizienter die Futtermittelproduktion möglich macht, die Frau Höhn angesprochen hat. Drittes Feld, das ganz entscheidend dieses gesamte Segment auch den Mengen her treibt oder gerade von den Renditen her treibt, ist die Pharmaindustrie. Und da würde man sich sagen, na gut, das sind ja gar nicht so relevante Mengen im Kopf, aber auch dort spürt man, dass Innovationsmodelle an Grenzen kommen. Die zentralen Umsatzbringer sind Volkskrankheiten wie Diabetes, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die mit Lebensmustern zusammenhängen und es mit immer höherem Aufwand nur noch möglich wird, neue Innovationen in diese Märkte zu bringen und die Gesundheitssysteme unter den entsprechenden Kosten kollabieren. Also nur drei Beispiele, die deutlich machen, um die künftigen Entwicklungschancen der Chemieindustrie zu verstehen, auch zu verstehen, was Motor in der Industrie ist, müssen wir uns die Wachstumsdebatte stellen, denn die bestimmt 70-80% der künftigen Märkte. Und ich fand es daher bezeichnend, dass genau diese Diskussion gerade nicht passiert ist. Das vielleicht nur mal so als Eingangsstatement und wir kommen dann ja gleich auch noch zu anderen Punkten. Bevor ich auf das Chemiebeispiel komme, wollte ich noch mal einen Satz von Christiane Gräfe aus ihrer Anfangsmoderation aufgreifen. Ist die Party vorbei? Ich glaube, das ist ein sehr europäischer, westeuropäischer, wenn nicht ein sehr deutscher Satz. Und das stört mich ganz enorm an dieser ganzen Wachstumsdebatte. Man kann ja diesen Standpunkt einnehmen und sagen, was soll's, Europa hat seine große Zeit hinter sich. Wir sind demografisch ein schrumpfender Kontinent. Wir sind ein alternder Kontinent. Also liegt es doch jetzt nahe, über Genügsamkeit und Selbstbescheidung und wir nehmen uns jetzt mal zurück zu reden. Mal abgesehen davon, dass es in Europa immer noch eine Mehrheit von Leuten gibt, denen es längst nicht so gut geht, dass sie von sich sagen würden, wir haben jetzt genug. Ist das eine total eurozentrische Debatte? Weil global gesehen ist nicht die Frage, ob wir Wachstum wollen. Ist auch nicht die Frage, ob wir Wachstum brauchen. Sondern global befinden wir uns eher am Anfang eines stürmischen Wachstumszyklus. Das hat mit drei großen Faktoren zu tun. Das eine ist die Zunahme der Weltbevölkerung von jetzt 7 auf mindestens 9 Milliarden bis zur Mitte des Jahrhunderts. Und das ist schon vorprogrammiert. Ja, also das steht gar nicht mehr zur Disposition. Das zweite ist eine massive Zunahme der Erwerbsbevölkerung. Die ist noch viel stärker als die Zunahme der Weltbevölkerung. Das heißt, diese Milliarden von jungen Frauen und Männern, die jetzt auf die Arbeitsmärkte drängen, die jetzt sagen, ins Erwerbsleben drängen, die nach produktiver Tätigkeit suchen.
Und das dritte sind die nachholenden Bedürfnisse von 4/5 der Menschheit auf diesem Globus. Und zwar geht nicht um Luxus, sondern es geht um ganz elementare Bedürfnisse, die die moderne Zivilisation kennzeichnen. Es geht um menschenwürdiges Wohnen. Es geht um Wahlmöglichkeiten in der Kleidung. Es geht um reichhaltiges Essen. Es geht um Mobilität. Die Fähigkeit, die Möglichkeit, nicht nur seine Nahwelt, sondern auch die Fernwelt zu erfahren und zu erkunden. Es geht um Kommunikation. Ganz klar, Teilhabe an den modernen Kommunikationsmedien, Internet, Telefon, Fernsehen. Und es geht um Gesundheitswesen, um Bildung, alles materielle Bedürfnisse. Und die werden dazu führen, dass die Weltwirtschaft sich in den nächsten 20 Jahren in etwa verdoppeln wird. Die Wucht dieser Bedürfnisse führt zu einer enormen Steigerung der Güterproduktion und der Dienstleistungen. Morgan Stanley hat jetzt gerade seine Wachstumsprognosen für das nächste Jahr reduziert, Weltwirtschaft, von 4,5 auf, ich glaube, 3,6% unter dem Eindruck der Krise. 3,6% Wachstum Weltwirtschaft ist Krise. 3,6% pro Jahr bedeutet aber etwa Verdoppelung Weltsozialprodukt innerhalb von 18 Jahren. Das sind Prozesse, die liegen nicht in unserer Hand. Und es macht mich irgendwie, ihr merkt das wahrscheinlich schon, es macht mich wirklich rappelig, wenn man eine Diskussion führt, die sich davon abklingt und glaubt, die Europäer machen es jetzt dem Rest der Welt vor, indem sie bescheiden werden und indem sie aus dem Wachstum ausklinken. Das kümmert diesen Rest der Welt überhaupt nicht. Und deshalb ist die entscheidende Frage nicht, ob die Weltwirtschaft wachsen wird, sondern wie sie das tun wird. Ob es wachsen wird im alten Stil, also auf der Basis fossiler Energien und immer knapper werdender Industrierohstoffe, oder ob es gelingt, dieses Wachstum in nachhaltige Bahnen zu lenken. Darüber haben wir heute Morgen schon gesprochen. Das heißt im Wesentlichen sprunghafte Steigerung von Ressourceneffizienz aus weniger Material mehr Wohlstand erzeugen und das heißt Übergang zu erneuerbaren Energien und Rohstoffen. Können wir in der Diskussion alles ausbuchstabieren. Das ist die große Herausforderung für jedenfalls die nächsten zwei Generationen. Wie es nach 2050 weitergeht, vielleicht gehen wir dann in einen Zustand über, wo die Kurve abflacht. Aber jetzt geht es genau um das, was wir grüne industrielle Revolution nennen. Und davon hängt nicht nur die ökologische Zukunft des Planeten ab, sondern davon hängt wahrscheinlich auch die Frage von Krieg und Frieden ab. Und deshalb, bei allem Verständnis, dass man sich selbst fragt, als persönliche Frage, wie will ich eigentlich leben? Und will ich im Hamsterrad weiterrennen oder habe ich eine andere Vorstellung von gutem Leben? Global geht es darum, dass wir alle Kräfte mobilisieren, um dieses Wachstum in nachhaltige Bahnen zu lenken und die Industriegesellschaft neu zu erfinden. Das ist die große Aufgabe und da möchte ich gerne, dass wir, dass Europa, dass die Bundesrepublik eine Vorreiterrolle spielen. Eine Vorreiterrolle bei dieser Erneuerung der Industriegesellschaft. Wenn ich eine Nachfrage stellen darf, ich darf mich ja nicht aufregen, ich bin ja Moderatorin, ich wollte nur meine Frage noch ein bisschen anders erklären, weil natürlich ging es hier nicht um eine spätrömische Elegie, sondern um die Frage, ob wir nicht aus genau den genannten Gründen, dass nämlich der Rest der Welt wachsen muss und soll und zu Recht fordert, dass er wächst,
Das heißt es nicht in der Konsequenz, dass wir schrumpfen müssen, dass unsere Ökonomien schrumpfen müssen. Wir müssen unsere CO2-Reduktion drastisch runterfahren und wir müssen unseren Rohstoffverbrauch drastisch runterfahren. Das heißt nun lange nicht, dass wir ökonomisch schrumpfen müssen, mal ganz abgesehen davon, welche Auswirkungen das hätte auf unser Sozialsystem, auf unsere öffentlichen Finanzen. Das wird alles ganz wunderbar werden, wenn wir auf Dauer in den Schrumpfkurs gehen. Also unser Beitrag muss in der Modernisierung der Industriegesellschaft liegen und in der Reduktion des Anteils an natürlichen Ressourcen, die wir verbrauchen. Das ist die Aufgabe. Und ich meine, das nützt dem Rest der Welt ziemlich wenig, wenn wir, wenn es hochkommt, 5-10% schrumpfen. Ist das so? Ja, das ist ja ein Argumentationsmuster, mit denjenigen, die jetzt diese Wachstumsdebatte vorantreiben, gerne begegnet wird. So ihr saturierten, eurozentrierten Kleingeister, ne? Erkennt nicht, was da draußen eigentlich passiert. Und so in eurer Wohlfühlmentalität meint ihr euch, dem verschließen zu können. Wir müssen ja sehen, dass das, was Ralf Füchs jetzt gerade propagiert, heißt ja dieses Legitimationsmuster für genau die Konsummuster, wie wir sie derzeit haben und wie sie rollenprägend auf einer globalen Ebene sind. Und wenn wir über das sprechen, was derzeit Wachstum treibt, ich wäre ja glücklich, wenn der Hauptmotor derzeit der Entwicklungssprung der Ärmsten in dieser Welt wäre. Wenn wir wirklich sehen würden, dass Wachstum würde dort passieren. Dort, wo Wachstum getrieben wird und darum ja die großen Konjunkturängste, ist die Sorge, dass der amerikanische Konsument in den nächsten Jahren etwas weniger konsumieren kann. Darum die Sorge der Amerikaner, dass hier europäische Konjunktur zusammenbricht. Die zentrale Wachstumsdynamik in den letzten Jahren ist nicht entstanden durch reale Bedürfnisse. Ich habe einen Teil dieses Realwachstums, hat Fortschritt auch geschaffen, aber ist entschieden getrieben worden durch ganz, ganz viele auch ökonomische Blasenbewegungen. Und das heißt, wir müssen aktiv darüber nachdenken, das Portfolio, mit dem wir mit solchen Krisensituationen umgehen können, zu erweitern und für genau diese Mission, die Ralf Füchs dort hat, auch andere Legitimationsmuster schaffen. Eine sehr viel weniger automotorisierte Mobilität, eine Umstellung des Ernährungskonsums, das sind die Muster, die dann auch mit einem Teil der Rollenmodelle darstellen können. Und dieser Aufruf zur Hypermoderne heißt nur, lasst uns weitermachen wie bisher und dann werden wir genau diese fantasielosen chemiepolitischen Diskussionen, wie wir sie gerade erlebt haben, auch in 10 Jahren noch führen. Ich meine, das ist doch ein doppelter Einspruch. Erstens stimmt die Analyse nicht, wo die Wachstumstreiber in der Weltwirtschaft sind. Ich meine, die sitzen schon gar nicht in Europa. Bei uns geht es um die Frage, ob es vielleicht 1% oder 2% des Bruttosozialprodukts sind. Auch nicht mehr in den USA. Die USA stecken tief in ihrem Schuldenschlamassel, in ihren privaten und öffentlichen Verschuldungen. Von daher werden nicht die großen Wachstumsimpulse kommen, außer in den USA über Einwanderung. Die sind nämlich im Gegensatz zu uns weiterhin eine wachsende Gesellschaft. So, sondern die großen Wachstumsprozesse finden inzwischen in den Schwellenländern statt, die finden in Asien statt, in Lateinamerika und demnächst übrigens in Afrika, das auch gerade dabei ist, sich zu industrialisieren und eine moderne Elite auszubilden, die nicht mehr nur vom Aussaugen ihrer Völker lebt, sondern die anfängt, in produktive Investitionen zu gehen. So, dort finden die großen Wachstumsprozesse statt, und zwar in Raten so zwischen 7-10% pro Jahr. Der Tiger in Europa ist die Türkei im Übrigen. So, und das hat sehr wohl was zu tun mit einer Verbesserung der Lebensbedingungen, nämlich mit dem Entstehen einer Mittelschicht in Größenordnung bisher von Hunderten von Millionen, und dieser Prozess wird weitergehen. Und einer Mittelschicht, die genau diese Art von Bedürfnissen entwickelt, von denen ich vorhin geredet habe, die vollkommen legitim sind. Vollkommen legitim sind. Und das ist der entscheidende Wachstumstreiber. So, dem müssen wir uns stellen. Und wenn ich sage, es gibt keinen Ausstieg aus dieser Dynamik, heißt das noch lange nicht, ich meine, das ist jetzt so schon eine sehr grobe Unterstellung, von weiter so in den bisherigen Mustern. Ich meine, alles, was wir tun im Zusammenhang von Green New Deal, ist auf Umbau gerichtet. Und zwar nicht nur Umbau von Industrien und von Infrastrukturen, sondern natürlich auch von Lebensstilen. Andere Art von Mobilität, ein Umbau von Städten,
mit dem Ziel, dass sie mehr Energie produzieren, als sie verbrauchen. Auch eine andere Art von Ernährung, das ist wahrscheinlich der härteste Punkt, Ernährung, wo es gerade nicht über technologische Innovation geht, sondern wo wir wirklich Verhaltensänderungen brauchen, weil dieser Fleischkonsum von uns nicht globalisierbar ist. Das ist, sagen, auf dem Feld würde ich sagen, ist tatsächlich Verhaltensänderung ganz zentral für mehr Nachhaltigkeit. Also nicht weiter so, sondern anders. Das ist der ganze Witz dieser Geschichte, dass wir anders, aber nicht weniger. Es wird nicht weniger. Gut, also ich summiere mal zwei Konsense. Widersprechen Sie mir, wenn ich falsch liege. Der eine ist, wir haben eine Weltwirtschaft, in der es einen dramatischen Nachholbedarf gibt, der muss gedeckt werden, es muss sozusagen Gerechtigkeit hergestellt werden in den Konsummustern. Die Frage ist, wenn ich Sie richtig verstehe, gibt es einen Unterschied in der Geschwindigkeit und in der Dramatik, in der das passiert und dazu würde ich gerne, oder passieren muss, dazu würde ich gerne eine konkrete Frage stellen. Die Unterstellung ist ja die, dass es reicht, Ressourcen anders zu nutzen. Wenn ich Sie verstehe, sagen Sie, wir müssen eigentlich insgesamt weniger nutzen. Es gibt in der Wirtschaft diesen berühmten Rebound-Effekt, dass eigentlich alles, was bisher an effizienterer Nutzung passiert ist, und da gab es sicherlich eine ganze Menge in der Industriegeschichte und insbesondere in den letzten 20 Jahren, durch die Konsummuster im Nachhinein wieder eingeholt worden ist oder sogar überholt worden ist. Das heißt, wir haben Energie gespart, aber wir haben zugleich trotzdem immer mehr Energie verbraucht und CO2 emittiert. Ist das einer der Schlüsselfaktoren, der sozusagen entscheidend ist darüber, wie sehr es möglich ist, zu wachsen? Ich glaube, der zentrale Unterschied in unserer Perspektive liegt in der Frage, was ist eigentlich der Innovationsmotor? Wo muss das zentrale Feld von Innovation sein? Und da nehme ich das so wahr, dass Ralf Füchs sehr viel technologieoptimistischer ist. Also sagen, ein Großteil des, es muss anders werden, liegt auf der Ebene auch technologischer Innovationen, die das möglich machen. Und die haben zum Teil natürlich dann auch diese Rebound-Effekte. Während meine These wäre, die zentrale Innovationsoffensive, die wir vor uns haben, sind institutionelle und soziale Innovationen. Denn die Beispiele, die Ralf Füchs brachte, die ja richtig sind, dass der Teil des Wohlstandes auch in einigen Ländern unter ganz bestimmten institutionellen Bedingungen in diesen neuen Mittelschichten angekommen ist, hing nicht an der Frage der Technologie, die das getrieben hat, sondern an den ganz konkreten institutionellen Bedingungen in diesen Ländern, während das in anderen Ländern überhaupt nicht passiert ist, sagen Ungleichgewichte so noch stärker geworden sind. Das heißt, wir brauchen, dass wir sagen wir, das auf einen radikalen Punkt bringt. Wir brauchen letztlich keine einzige neue technologische Innovation in dieser Welt in den letzten 100 Jahren. In den nächsten 100 Jahren. Wir brauchen aber einen gewaltigen Sprung an institutionellen Innovationen. Und da können wir in verschiedene Sektoren hineingehen. Ich glaube, da liegt unser größter Unterschied. Ralf würde die Welt untergehen sehen, wenn ich sage, ab morgen keine technologische Innovation, kein Problem mehr. Und ich würde jetzt mal zugespitzt die These wagen, die Hauptherausforderung liegt auf dieser institutionellen, also, sozialen Ebene. Ja, das ist wirklich eine abenteuerliche These. Wenn man, das ist eine durch und durch abenteuerliche These. Wenn man mal nur einen Moment lang sich damit konfrontiert, in welchem Umfang in den nächsten 20, 30 Jahren neue Städte in dieser Welt entstehen werden und die bestehenden Städte in der dritten Welt wachsen werden, welche Zunahme von Energieverbrauch damit verbunden sein wird, von Mobilitätsbedürfnissen, von Verbrauch von Materialien aller Art. Das ist nämlich nicht Subsistenzwirtschaft, was da entsteht, sondern wir haben einen massiven Urbanisierungsprozess, jetzt etwa 50%, alle Prognosen sagen, in ein paar Jahrzehnten sind es 80%, die in Städten leben werden. Das heißt, die sind abhängig von einer industrialisierten Lebensweise. Und dann zu sagen, dafür brauchen wir keine technologischen Innovationen, dann fährt der Planet wirklich gegen die Wand. Also, und was für eine Art von technologischen Innovation geht es denn? Es hängt vermutlich
entscheiden davon ab, ob es uns gelingt, die Photosynthese technisch zu imitieren, das heißt die Umwandlung von Sonnenlicht nicht nur in Energie, sondern die Umwandlung von Sonnenlicht in stoffliches Wachstum, in biologisches Wachstum. Das ist nämlich dann die Basis für das, was wir vorher beim Beispiel der Chemieindustrie diskutiert haben, eine biobasierte Industrie, die auf nachwachsenden Rohstoffen aufbaut und nicht mehr auf Mineralien und anderen seltenen Stoffen, die sie aus der Erde zieht, bis sie alle sind. Wir brauchen einen Übergang zu Kreislaufwirtschaft mit einem möglichst hundertprozentigen Recycling von Materialien. Und zwar lernet von der Natur. Ich meine, natürliche Prozesse sind alles Kreislaufprozesse, in denen es keinerlei Abfall gibt, wo jeder Stoff zum Ausgangspunkt einer neuen Produktion wird. Wir brauchen das, was vorhin weiße Biotechnologie genannt wurde, also enzymatische und bakterielle Prozesse, die unter niedrigem Energieaufwand und niedrigem Druck ablaufen. Wir brauchen massive Steigerungen von Energieeffizienz. Dafür gibt es schon sehr viele vielversprechende Beispiele, aber ich bin sicher, dass wir noch lange nicht am Ende des Weges angekommen sind. Und dafür, damit diese Art von Innovation stattfindet, dafür brauchen wir institutionelle Reformen, nämlich eine Veränderung von Rahmenbedingungen. Von Ökosteuern, die die Innovationsdynamik in Richtung Ressourceneffizienz verwandeln, CO2-Steuer oder Cap-and-Trade-System mit handelbaren CO2-Rechten, die wir immer stärker verknappen. Ordnungsrechtliche Vorschriften im Hinblick auf Effizienz von Fahrzeugen zum Beispiel. Das heißt, wir brauchen ökologische Leitplanken für das Industriesystem. Ich glaube nicht, dass diese Innovationen alle aus den Märkten kommen und aus der Industrie, sondern wir müssen sie durch politische Regulierung beschleunigen. Insofern vertraue ich durchaus nicht einfach auf Technologie, sondern ich glaube, dass wir, und zwar sehr viel entschiedener als bisher, sehr starke ökologische Rahmenbedingungen brauchen für die Wirtschaft. Aber ich bin mir nun wirklich sicher, dass es ohne eine Beschleunigung von technischer Innovation nicht gehen wird. Ich glaube, es wäre ja durchaus reizvoll, ich meine, das sprengt ja vielleicht den Rahmen, wenn man hier nochmal gezielt in einen dieser Felder hineingeht. Also wenn wir über die neuen Megacities, die jetzt entstehen, auch in den Schwellenentwicklungsländern nachdenken, fragen, was braucht es, um die nachhaltig zu gestalten? Da würde ich die These wagen, 95% ist möglich mit den heutigen Technologien, denn im Wesentlichen ist das eine intelligente Form der Stadtplanung, ist es eben die Anwendung bestehender Technologien. Wir können heute passiv, aktiv Energiehäuser bauen, wir haben diesen Vorrat, sondern es geht eher um die Frage intelligenter Technologietransfermodelle, Finanzierungslösung, die Organisation auch sozialen Ausgleiches, das mehr, der Mehrwert, den der ein oder andere technologische Sprung noch bringt, wird sich in einem sehr viel geringeren Verhältnis bewegen, als das, was durch diese Aspekte auf einer sozialen und institutionellen Ebene passiert. Und im Agrarbereich ist es ähnlich. Also ich glaube nicht, dass das Welternährungsproblem durch die jetzt zu erwartenden Sprünge in der Bio- und Gentechnologie in den nächsten Jahren geleistet wird. Wir wissen um die konkreten Verteilungsstrukturen. Wir haben immer noch genauso viel hungernde Menschen wie vorher, sondern das zeigt uns ja auch vielfältige Ergebnisse aus dem, was da an Studien in den letzten Jahren gemacht wurde. Es geht um die konkreten Fragen, wie ich die Ernährungsproduktion, Verteilung in den Ländern organisiere. Auch dort wird technologischer Fortschritt kaum den entsprechenden Sprung bringen. Und ich finde das hochreizvoll, da auch gezielt, und finde das auch hochinteressant aus der Perspektive der Böll-Stiftung, dort mal gezielt in das Thema hineinzugehen und sich nach den Grenznutzen von Technologien in verschiedenen Feldern zu fragen. Und ich glaube, das wird sehr, sehr unterschiedlich ausfallen. Das wird nicht überall null sein, da habe ich bewusst pointiert, aber es wird sehr viel geringer sein als der Technologieoptimismus, der heute behauptet wird, uns glauben macht. Ich mache mal einen einfachen Dreisatz auf. Wenn es stimmt, und wir sind überzeugt davon, dass es stimmt, dass wir global gesehen
die CO2-Emissionen in den nächsten 30 Jahren in etwa halbieren müssen, global. Bei gleichzeitig mindestens einer Verdoppelung der Weltwirtschaft. Halbieren bei Verdoppelung. Und die hochindustrialisierten Länder, also wir, dazu einen weit überproportionalen Beitrag leisten müssen, nämlich eine Reduktion unserer CO2-Emissionen in Größenordnungen von etwa 90%. Also nahe einer CO2-neutralen Wirtschafts- und Lebensweise. Das kann nur funktionieren bei einer massiven Steigerung der Ressourcenproduktivität. Sonst kann es nicht funktionieren. Das ist eine ganz einfache Rechneroperation. Und ich halte es da mit deinem Vorgänger im Wuppertal-Institut, Ernst-Ulrich von Weizsäcker, nämlich Faktor 4 oder Faktor 5. Also eine Verfünffachung von Ressourcenproduktivität als Voraussetzung dafür, dass wir die ökologische Balance wiederherstellen können. So, und das ist technologische Innovation. Das ist nicht einfach, wir wenden den Status quo an. Und ich möchte gerne, dass wir nicht nur diesen Zukunftsoptimismus entwickeln, dass wir die Möglichkeiten und die Mittel finden, die Probleme, die wir selbst erzeugt haben, auch zu lösen, sondern dass wir alle Kräfte mobilisieren, um eine solche Innovationsdynamik zu erzeugen. Vielleicht können Sie trotzdem auf diese zwei begrenzenden Faktoren nochmal konkret eingehen. Das eine ist Faktor 5, also es hat ja auch schon viele Faktoren gegeben, die aber alle mal wieder eingeholt worden sind. Die vielen Beispiele von den Autos, die zwar weniger verbrauchen, aber dafür immer größer werden oder immer schneller fahren. Oder das bekannte Papier, das angeblich abgeschafft wurde durch elektronische Kommunikation und es wird aber immer mehr Papier. Also man könnte da jetzt ganz viele Beispiele bringen, das ist das eine. Zum anderen haben wir die Erfahrung damit, dass sozusagen diese Technik-Euphorie, gegen die ich persönlich gar nichts habe, die ich wunderbar finde, aber dann doch immer wieder dazu geführt hat, dass es Grenzen gibt. Also ob Tankteller oder was war heute der dritte Faktor, das Fleisch. Es gibt doch objektive Grenzen, die im Wesen der Natur liegen. Also Michel Succo hat immer sehr schön gesagt, Wachstum lernen vom Wald lernen. Aber im Wald stirbt eben auch vieles ab und es gibt Grenzen und er wächst auch nicht bis in den Himmel, leider. Ja. Ich meine, wir hatten die Debatte über Wachsen. Ich habe ihm jetzt eine Frage gestellt, ich werde gleich auch Fragen stellen. Bejubelnd. Ich rede gleich ein bisschen länger, dann versuchen wir das auszugleichen. Freundlich finden, wenn Sie einfach auf später warten. Ich habe ihm gerade eine wachstumskritische Frage gestellt, so die Sie vielleicht nicht geben. Also, die ist ja jetzt gut. Kommen gleich zu Wort. Die Debatte über die Grenzen des Wachstums ist ja nicht neu. Wir hatten Ende des 18. Jahrhunderts einen berühmten Theologen und Ökonomen, der hieß Malthus, der prophezeite, und zwar durch umfangreiche wissenschaftliche Untersuchungen, dass es unmöglich sei, mehr als eine Milliarde Menschen zu ernähren angesichts der Begrenztheit der Ackerfläche. Eine Milliarde. Was er nicht vorausgesehen hat, ist Herr Mendel, also wissenschaftliche Zucht, und Herr Liebig, also Agrochemie, die es dazu geführt haben, dass wir immerhin mehr schlecht als recht, aber 7 Milliarden Menschen heute ernähren können und dass für die große Mehrheit der Leute der Kalorienverbrauch enorm zugenommen hat gegenüber dem 18. Jahrhundert, die Lebenserwartung enorm zugenommen hat, die Gesundheit enorm zugenommen hat. Was will ich damit sagen? Nicht, dass es keine ökologischen Grenzen des Wachstums gäbe. Die gibt es sehr wohl und der Klimawandel ist eine sehr harte Schranke.
aber dass es möglich ist, mit Methoden von Wissenschaft und Forschung, technischer Innovation, Aufklärung, diese Grenzen hinauszuschieben. Ja? Und diese Operation ist noch lange nicht am Ende und sie ist hoffentlich noch nicht am Ende, weil wir sonst tatsächlich ins Trudeln geraten. Herr Schneiderman, können wir uns das noch leisten, weiter rausschieben? Also ich würde gerne den Dreisatz von Ralf Fuchs da nochmal aufgreifen, denn den würde ich absolut teilen. Nur wenn man sich fragt, wo steckt das eigentliche Potenzial, um diese Faktoren zu erreichen, und sich uns mal anschauen, welchen Unterschied es macht, sagen der CO2-Ausstoß von jemandem, der sich relativ fleischfrei oder komplett fleischfrei ernährt, der seine Mobilität radikal umstellt, der Fernreisen kappt, der auf einem geringeren Wohnfläche wegt, habe ich mit heutiger Technologie diesen Faktor 10. Viele solche Studien gemacht, wo man sich verschiedene Lebensmuster anschaut, ist von heute auf morgen ohne neue Technologie zu erreichen. Und ich bin sehr, sehr viel schneller auch dort. Das ist ja der Reiz der sozialen Innovation angesichts des Zeitdrucks. Die haben ein viel höheres Potenzial als diese inkrementellen technologischen Schritte. Und wir haben ja ein wunderbares Realexperiment im April, Mai, Juni in Japan erlebt. Ja, alles hochklimatisiert, der Japaner, der sich es gar nicht mehr anders vorstellen konnte, anders zu arbeiten. Es gab diese Engpässe. Im Rahmen einer solidarischen Aktion war es nach kurzem mal die Dresscodes verändert und es war kein Problem, diesen Sommer durchzumachen. Und da hatte ich einen Effizienzsprung von 20-25% durch eine soziale Innovation. Und da sind viele andere soziale Innovationen, denken wir an ein Thema Tempolimit auf den Autobahnen möglich, die sehr, sehr viel mehr erreichen als eine Reihe von technologischen Innovationen. Und da kommt dann ja immer dieses zweite Totschlagargument, aha, ihr Fortschrittspessimisten, ne, ihr nur noch nach hinten gewandten. Ist das nicht die viel schönere Form der Innovation und Kreativität, wenn man sich eine Stadt Kopenhagen anschaut, wie die den Fahrradanteil auf 50% erhöht haben, wie weit aus dem Umland eingependelt wird, wie wieder Menschen sichtbar werden in Städten und nicht hinter Blechkisten verschwinden? Ist es nicht eine wunderbare Bewegung, wie wir das jetzt erleben mit Urban Gardening und anderen Initiativen, wo wir über soziale Innovation auch wieder ganz andere soziale Dynamik erleben? Das ist doch Fortschritt. Fantasie, die ja Freude macht. Und das halte ich für ein Argument, wo ich auch überrascht bin, dass das in deiner Position so eine geringe Rolle spielt. Technologieorientierung heißt ganz gezielt elitärer Ausschluss. Die technologische Innovation werden auch in Zukunft nur kleine Eliten treiben. Und wenn wir sehen, welches Partizipationsproblem wir heute schon in den Gesellschaften haben, spricht eben das auch für eine sehr, sehr viel stärkere Betonung von sozialer und institutioneller Innovation, weil im Stadtgartenprojekt, in der anderen Organisation von Mobilität, in der 100% erneuerbaren Energiengemeinde, muss ich nicht Ingenieurwissenschaften studiert haben, um diese Gesellschaft aktiv mit umzubauen. Aber man und braucht 100% erneuerbare Energien. Ich sage ja nicht. Ja, die gibt's aber schon, da brauchst du keine weitere technologische aber dann Innovation. Dann ist dein Argument, wir brauchten technologischen Fortschritt, aber wir brauchen ihn nicht mehr. Ich meine, was ist das für ein Argument? Dass wir so, bisher war technologischer Fortschritt gut und notwendig und jetzt soll er außer Kraft gesetzt werden, ausgerechnet in einer Situation, wo die Akkumulation der Probleme zunimmt. Weil was macht das für einen Sinn? Ich bin dagegen, das gegeneinander auszuspielen, wie du das tust, soziale Innovation und Verhaltensänderung mit gegen technologische Innovation auszuspielen. Alle diese Verhaltensänderungen und Strukturveränderungen im Zusammenleben haben nicht dazu geführt, dass wir bisher zu einer relevanten Senkung von CO2-Emissionen gekommen sind. Wenn du zum Beispiel die durchschnittliche Verkehrsmobilität von Dänen heute vergleichst mit vor 20 Jahren, ist die natürlich gestiegen, trotz steigender Anteil von Fahrradverkehr in einer Stadt. Der Luftverkehr international nimmt dramatisch zu, und zwar nicht, weil wir immer mehr fliegen, das tun wir auch, sondern weil der Rest der Menschheit anfängt zu fliegen. Und da wird es auch nicht aufhören. Das heißt, wir müssen eine Art und Weise entwickeln von Flugzeugantrieben, die möglichst klimaneutral ist, und brauchen dafür technologische Innovation. Also das gegeneinander auszuspielen, was in Wirklichkeit komplementär ist, macht überhaupt keinen Sinn und hindert uns an der Anstrengung, die jetzt eigentlich notwendig ist.
Wenn ich das richtig verstehe, geht es ja um Priorisierung und Geschwindigkeit. Also Sie sagen, wir kommen schneller voran, vor allen Dingen mit den CO2-Emissionen, also damit sie zu senken, wenn wir die sozialen Innovationen forcieren. Und fand ich das großartig, mit welcher Fortschrittseuphorie Sie das vorgetragen haben. Aber woher beziehen Sie die denn? Die sozialen Innovationen stoßen ja im Allgemeinen auf eher größeren Widerstand als die technischen in unserer Kultur. Also ich glaube, es ist nochmal ganz wichtig zu betonen, dass es eben gerade nicht um dieses Ausspielen geht. Ich glaube, wir sind uns sehr, sehr einig, es braucht einen ganz neuen Mix an dem Verhältnis von technologischen, sozialen, institutionellen Innovationen. Wir müssen Technologie intelligent einbetten, haben aber einen gewaltigen Engpass auf dieser institutionellen Seite. Also wir haben jetzt, wenn wir uns anschauen, diese Chemiedebatte gerade, da wird das über das regulatorische Instrumentarium diskutiert, wie vor 10 oder 15 Jahren, es hat sich kaum etwas getan. Jubeln wir das EEG hoch als eine der wenigen gesetzlichen, institutionellen Innovationen, die Ökologie wirklich vorangebracht haben. Und dann schauen wir uns das neue Energieforschungsprogramm an, 4 Milliarden, 2010 bis 2014. 99%, Sie können das nachlesen im BMBF, ist technologische Forschung. 1% geht in diese sozialen Innovationen. Und Sie dürfen sich doch nichts vormachen. Wenn in einer Gesellschaft die Intelligenz so alloziert wird, auch im Forschungssystem, dass sich 99% über die neue Technologie Gedanken machen, aber nur 1% über die Frage, wie wir all diese Bewegungen, wo wir die Limitationen kennen, aber immer wieder auch gute Beispiele sehen, voranbringen, wie man das voranbringen kann, dann ist doch ganz klar, dass wir zu diesen Gleichgewichten nicht kommen. Und wenn wir jetzt nochmal zur Hypermoderne aufrufen, wird an diesen radikalen Fehlallokationen sich nichts verändern. Ja, ich und gerade weil ich dagegen, das neue Gleichgewicht will. Wenn ein paar junge Leute mehr Ingenieurwissenschaften studieren würden bei uns, wäre ich nichts dagegen. Woran liegt das denn? Aus Ihrer Sicht, woran liegt diese Fehlallokation? Ist es eine kulturelle Prägung, dass wir uns mehr darauf fokussieren? Und wie überwindet man sie? Wir sind in der Zeitenwende, weil ich meine, das ist ja auch aus einer Perspektive in der Gesellschaft verständlich. Wir haben ein extrem erfolgreiches Modell technologischer und ökonomischer gesellschaftlicher Entwicklung nach dem Krieg über 40, 50 Jahre nun erlebt. Und das hat natürlich geprägt, nicht nur Denkmuster, sondern ja auch unser gesamtes institutionelles System, unsere Altersversorgung, die Rentenversicherung, all diese Systeme hängen an diesem Fortschritts- und Entwicklungspfad. Und jetzt stellen wir plötzlich fest, es braucht da andere Gleichgewichte. Und das ist natürlich ein Bruch mit vorherrschenden Logiken, die viel Kreativität braucht. Frage, wie mache ich die zukünftige Altersversorgung, wie organisiere ich Staatsfinanzen auch unter anderen Bedingungen. Dafür muss viel auch Hirnschmalz aufgewendet werden. Und es ist natürlich fatal, wenn diese herausfordernde Umorientierung von keiner zentralen politischen, gesellschaftlichen Kraft aktiv eingefordert wird, sondern selbst diejenigen, von denen man es erwarten würde, in die gleiche Technologie-Euphorie tuten wie alle anderen Gruppen. Dann wird das noch weitere 30 bis 40 Jahre dauern, bis das passiert. Bleiben wir mal bei dem Beispiel der Altersversorgung. Ich meine, wir brauchen da nicht so wahnsinnig viel Fantasie. Wenn wir uns angucken, welche Leistungsansprüche einprogrammiert sind in unsere Sozialsysteme, die setzen alle wirtschaftliches Wachstum voraus. Alle. Ob das die Ansprüche an die Rentenversicherung sind oder an die Pensionen der Staatsbeamten oder die wachsenden Ausgaben, die in der Pflegeversicherung vorprogrammiert sind. So. Wenn wir uns entscheiden würden, entweder notgedrungen, weil die Wachstumsdynamik in unseren Ökonomien immer weiter zurückgeht oder durch politische Entscheidungen, dass wir kein steigendes Sozialprodukt in Zukunft mehr haben, gibt es nur eine Antwort darauf, nämlich massive Umverteilungskonflikte in der Gesellschaft. Schärfer werdende Umverteilungskonflikte in der Gesellschaft. Das kann man eine Zeit lang durchhalten. Man kann auch die Methode DDR anwenden, also sagen, den vorhandenen Reichtum so lange umzuverteilen, bis keiner mehr übrig ist und die Infrastruktur ruiniert ist. Erstrebenswert finde ich das nicht. Und das heißt überhaupt nicht, und mich stört das so ein bisschen an dieser permanenten Polemik mit der Technologie-Euphorie, dass wir in diesem Bereich keine sozialen Innovationen brauchen würden. Aber was wir ganz bestimmt nicht werden uns leisten können, ist eine weitere Verstaatlichung
von solchen sozialen Leistungen. Das wird nicht funktionieren, wenn das Sozialprodukt nicht wächst. Über solche Konsequenzen muss man sich im Klaren sein. Das Gleiche gilt natürlich für die Staatsverschuldung. Wenn man jetzt die Schuldenkrise in Europa nimmt, mit Staatsverschuldung ausgewiesen, das sind nicht die impliziten Schulden, Pensionssysteme und so weiter reingerechnet, die sind alle raus, sondern die explizite Staatsverschuldung in Größenordnung zwischen 80% und 120% des Bruttosozialprodukts. Wenn man glaubt, man könnte sich da nur heraussparen, dann hat man Griechenland im Quadrat. Also mein Plädoyer ist, dass wir uns nicht verabschieden von einer Vorstellung von progressivem Wachstum, sprich einem, was sowohl ökologisch nachhaltig ist, wie sozial inklusiv. Das ist ein anderes als das, was wir bisher hatten. Aber es ist immer noch auch ökonomische Dynamik. Und es wäre für uns ein Beitrag auch für die Welt, statt zu glauben, wir könnten uns oder sollten uns als Insel Europa abkapseln von einer wachsenden Weltwirtschaft. Ich finde das auch kulturell zutiefst befremdlich, zu denken, wir könnten uns oder sollten uns auch nur vom Rest der Welt abkoppeln, statt uns als Teil dieser Weltgemeinschaft zu begreifen, die an der Lösung der Probleme der Welt mitarbeitet. Vielleicht den Aspekt nochmal aufgreifend, weil das jetzt ja eine ähnlich elegante Unterstellung ist. Ich glaube, auch in dem globalen, internationalen Miteinander führt eine stärkere Konzentration auf diese sozialen, institutionellen Innovationen zu einer ganz anderen Begegnung mit Augenhöhe. Sondern die Begegnung aus im Wesentlichen vegetarisch geprägten indischen Kultur, einem islamischen Bankwesen ohne Zinsen. Also sagen, sobald ich auf der Ebene bin, zu sagen, wir brauchen neue Formen von sozialen und institutionellen Innovationen, dann ist das ein Vorrat, der global in allen Kulturen und Gesellschaften vorherrscht. Da begegne ich mir auch in der globalen Verständigung ganz anders, wenn der Topos der Innovationsentwicklung in Zukunft ist. Wenn ich Innovation aufs Technologische konzentriere, bedeutet das auch immer ganz starke Ungleichgewichte in der Art, wie das global verteilt ist. Also ich glaube, gerade eine Innovationsorientierung, die neben dem Technologischen andere Aspekte stark macht, ermöglicht ein ganz anderes Miteinander und ist eben nicht globale Ausschließeritis, wie sie hier unterstellt wird. Umgekehrt wird es sein, die technologische Innovationsdynamik verlagert sich schon heute aus Europa raus. Und es wird nicht die Frage sein, ob wir unseren technologischen Vorsprung teilen mit dem Rest der Welt, sondern es wird die Frage sein, ob wir mithalten mit dem Rest der Welt. Die Zeit, wo wir ein Monopol hatten auf Hochtechnologie und auf wertschöpfungsintensive Produktion, die ist vorbei. Der Rest der Welt ist gerade dabei, auch was Wissenschaft, Forschung und technische Innovation angeht, nicht nur aufzuholen, sondern schon an uns vorbeizuziehen. Und ich möchte nicht gerne, dass Europa zu einem Altersheim wird, was im Wesentlichen von seiner Vergangenheit lebt, sondern dass Europa Teil dieser dynamischen Welt bleibt. Und wir versuchen, unsere Werte und Erfahrungen, die wir entwickelt haben, möglichst mit einzubringen in diese große Entwicklung und diese großen Veränderungen, die sich weltweit abspielen, zum Beispiel mit dem Atomausstieg. Was wir jetzt gemacht haben in Deutschland mit dem Atomausstieg, das kann zu einer Blaupause werden für den Rest der Welt, wenn es uns gelingt, nachzuweisen, dass eine hochindustrialisierte Gesellschaft mit einem hohen Lebensstandard in der Lage ist, Energieeffizienz zu steigern und erneuerbare Energien zur Basis ihrer Energieversorgung zu machen. Das ist eine gewaltige Anstrengung. Da brauchen wir auch selbstversorgende Energiekommunen, aber du wirst nicht im Ernst behaupten, dass das die Lösung des Problems ist. Wir brauchen gleichzeitig Super Smart Grid, und zwar europaweit. Wir brauchen Produkte wie Desertec,
großtechnologische Produktion von Solar- und Windenergie in der Sahara für regionale Bedürfnisse und für den europäischen Bedarf. Ja, also wir haben eine ganze Menge von... Sind Sie aber eher skeptisch gegenüber der Technologie, weil es durchaus ja sein kann, dass die Mengen... Was? Ich sage, da sind Sie ja jetzt eher skeptisch gegenüber der dezentralen Energieversorgung, weil es ja durchaus auch Berechnungen gibt, die sagt, dass es auch damit geht. Aber darauf zielt nicht meine Frage. Ich würde gerne von Ihnen nochmal wissen, Sie haben ja gerade am Anfang auch gesagt, dass es Grenzen gibt und dass man deswegen zum Beispiel ökologische Besteuerung etc. pp. Rahmenbedingungen setzen muss, die sowohl den Ressourcenverbrauch limitieren als auch den Energieverbrauch. Kommen Sie da nicht in Wirklichkeit um die Kurve trotzdem zu der Notwendigkeit, dann auch soziale Innovationen zu forcieren, weil der Verbrauch geringer wird und man dann schon aus Kostengründen zum Beispiel nicht mehr so viel fliegt? Das ist ja dann auch beabsichtigt. Das kann passieren, natürlich. Das liegt ja in diesem Konzept der ökologischen Leitplanken drin. Wenn wir Grenzen setzen für den Naturverbrauch, also etwa Grenzen setzen für CO2-Emissionen oder Landverbrauch oder den Konsum von knappen mineralischen Rohstoffen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es gelingt uns durch technologische Innovation, diese Grenzen hinauszuschieben, oder wir werden irgendwann tatsächlich an harte Restriktionen stoßen. Das ist eine offene Wette. Das ist eine offene Wette. Also ich wundere mich eben, dass wir uns, sagen wir, in der Fantasie so viel Denkverbote über Zukunft auferlegen. Du hast sozusagen dieses Zerrbild gezeichnet, ich möchte nicht das Altersheim dieser Welt werden in Europa. Ich muss sagen, warum denken wir das nicht mal zu Ende? Sagen wir ein kreatives, lebendiges Altersheim von Menschen, die mit viel Engagement und gesund älter werden in einer Welt, in der 30 Jahre versetzt China dann das nächste Altersheim wird und wo wir einfach anerkennen, dass eben auch durch eine kulturelle und Zivilisationsentwicklung wir hier einen ganz bestimmten demografische Wege gegangen sind. Und diese Welt braucht auch in Zukunft Regionen, die genau zeigen, wie das laufen kann. Also wie man unter den ja, und du hast die Dynamiken ja aufgezeigt, den zu erwartenden Stagnationsbedingungen Gesellschaft so organisiert, dass sie hochlebenswert bleibt, als mit einer fast schon ja Hilflosigkeit, ist nicht bei dir, aber oft in der Debatte an den alten Trajektorien festzuhalten. Wir müssen eine Gesellschaft bauen, die in 30 Jahren im Wesentlichen aus über 50-Jährigen besteht. Warum bauen wir diese Gesellschaft nicht so, dass wir gerne drin leben und lamentieren nicht auch in 30 Jahren noch nach, dass wir mit den jungen Indern und Chinesen nicht nachhalten können? Das kann doch eine wunderbare Vision sein und nirgendwo sind die Orte derzeit in dem Diskurs, auch das in entsprechender Breite zu führen, sondern die Dominanz liegt auf diesem Hinterherlaufen. Wenn diese Gesellschaft, die du da jetzt beschreibst, ihren Lebensstandard auch nur halbwegs halten will, ja, mit einer steigenden Zahl von hochaltrigen Menschen, die einen sehr, sehr hohen Aufwand an Pflege und gesundheitlicher Versorgung brauchen werden, der sehr kostspielig sein wird, und einer gleichzeitig schrumpfenden Erwerbsbevölkerung. Wenn diese Gesellschaft ihren Lebensstandard auch nur einigermaßen halten will, muss sie hochproduktiv und innovativ sein. Alles andere ist Augenwischerei. Sonst rutschen wir in eine Spirale, wo es nur noch um die Umverteilung des Weniger geht. Und das macht mich ziemlich nervös, weil ich nicht glaube, dass diese Gesellschaft gut damit zurechtkommen wird, wenn es nur noch um die Umverteilung des Weniger geht. Bis hin zu den Qualitäten einer politischen Demokratie. Ja? Und es kann sein, dass wir in eine solche Situation geraten, wo wir unsere Systeme möglichst wachstumsunabhängig machen müssen. Da sind wir schon lange dafür, indem wir zum Beispiel für eine nachhaltige Finanzpolitik eintreten, die Schuldenmacherei endlich begrenzt, weil Schuldenmachen ist immer ein Wechsel auf zukünftiges Wachstum. Das betrifft auch Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit, also nicht nur angewiesen zu sein auf kommerzielle Dienstleistungen, wenn es um soziale Tätigkeiten geht. Aber das heißt noch lange nicht, dass man das zu einem Postulat macht,
nicht mehr zu wachsen in einer Welt, die stürmisch wächst, sondern dass man versucht, ein Modell zu entwickeln für auch ökonomischen Fortschritt, auch materiellen Fortschritt, der nicht die natürlichen Lebensgrundlagen zerstört. Und das sehe ich als die eigentliche Herausforderung, zumindest für die nächsten 2 Generationen. Wenn das macht uns dann nervös und wird uns in Zukunft noch sehr viel nervöser machen, wenn wir die Alternativen auch nicht mal konsequent durchspielen. Ich meine, dieses älter werden unter materiell schwierigen Bedingungen. Die Stadtforscher sagen heute schon, die Stadt der Zukunft wird älter, sie wird ärmer und sie wird bunter. Und wir können heute beginnen zu fragen, was heißt das? Wir wissen, dass der Grad an Demenzerkrankungen erheblich abnimmt, wenn alte Menschen sofort in ihrem Umfeld eine Grünfläche haben und dadurch öfter spazieren gehen. Wir wissen um die Bedeutung vorsorgeorientierter Gesundheitspolitik. Wir wissen, wie es die Teilhabe erhöht, wenn ich entsprechend eine Stadtplanung gestalte. Und dieses Postulat ist doch keines, nicht mehr wachsen zu müssen, zu wollen, sondern den Mut zu haben, wie würden wir denn Gesellschaft denken, wenn das, was auch unter objektiven Entwicklungen absehbar ist und was einem auch alle, die genauso realistisch wie du auf die Welt von Zukunft, in die Zukunft schauen, uns heute prognostizieren, den Mut zu haben, das zu denken. Und deswegen ist diese Wachstumsdebatte so wichtig, weil sie muss die Türen dafür öffnen, dass wir an noch mehr Orten in der Gesellschaft diesen Mut haben, weil damit wird das Portfolio an Optionen und die Sorgenfreiheit sehr, sehr viel höher. Und es ist doch nicht so, dass die paar Wachstumskritiker in dieser Gesellschaft den technologischen Fortschritt hier drohen zu bombardieren. Also ja, du sagst, wir brauchen ihn nicht mehr. Bitte? Du sagst, wir brauchen keinen mehr. Ja. Naja, das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, ich sage ganz bewusst, wir brauchen keinen mehr, um diese Debatten anzuregen, weil wir viel mehr Orte brauchen, an denen das passiert und ohne eine klare und laute Stimme sagen, keine Perspektive sehe, dass wir in einer sehr viel breiteren Form das debattieren werden. Und da ist die Art und Weise, wie die Enquete-Kommission verläuft und wie diese Diskussion auch in den verschiedenen politischen Parteien geführt wird, für mich durchaus ein Indiz. Ich habe nicht das Gefühl, wenn wir so weitermachen, dass wir in 20 Jahren irgendein Stück weiter sind. Wir werden nur sehr viel klarer sehen, die Welt da draußen ist weiter explodiert und wir haben keine Antwort auf die zu erwartende Marginalisierung Europas. Ich würde gerne das Publikum einbeziehen. Noch eine kleine Frage an Sie, Herr Füchs, weil die gerade anklang und noch nicht beantwortet ist aus meiner Sicht. Nämlich die Frage, Sie haben das irgendwann gesagt, ausgerechnet die, von denen man es erwartet, machen das nicht, was eigentlich total unterbelichtet ist, nämlich die sozialen Innovationen forcieren. Also meinerseits etwas böser gefragt, Green New Deal unterschreibt Herr Röttgen, unterschreibt Frau Merkel, unterschreibt Herr Gabriel. Wo ist sozusagen der Innovations-Unique Selling Point der Grünen? Warum greifen Sie nicht das auf, wo es ein echtes Defizit gibt? Wir befassen uns doch mit all dem, wovon hier heute Abend die Rede ist. Ich rede jetzt mal von der Böll-Stiftung. Von morgens bis abends. Ja, Landwirtschaftsreform und Stärkung von kleinbäuerlicher ökologischer Landwirtschaft, damit angefangen. Umbau der Städte, Mobilität der Zukunft. Wir haben zum Beispiel eine Studie publiziert, wie künftig urbane Mobilität aussehen kann, die nicht mehr auf dem Besitz des individuellen PKWs aufbaut. Wir machen Studien zum Umbau der Chemieindustrie. Wir diskutieren über globale Gerechtigkeit und wie ein Ressourcenmodell aussehen kann, von dem tatsächlich die große Mehrheit der Weltbevölkerung, die bisher zu kurz kommt, Anteil haben kann. Bloß ich spiele das nicht aus gegen dieses Projekt, was, und da rede ich jetzt nicht für die Grünen, sondern rede ich mal für mich, ich Wachsen mit der Natur nenne. Das heißt, eine Veränderung der Industriegesellschaft auf eine Art und Weise, dass sie nicht mehr zerstörerisch wirkt auf die natürlichen Lebensgrundlagen, sondern die Produktivkraft der Natur selbst zum Ausgangspunkt nimmt für ihre eigene Weiterentwicklung. Und das ist ein ziemlich utopisches Projekt. Ich könnte mich jetzt auch auf Ernst Bloch beziehen und seine Überlegungen von Allianztechnologie, also Koproduktivität mit der Natur. Das sind, und da stelle ich mal die Gegenfrage, warum eigentlich diese Vorstellung, die auf eine radikale Transformation
der bisherigen Produktionsweise hinausläuft, auf so wenig Interesse stößt in unserem Milieu. Jetzt sind die Zuhörer dran. Ich bitte Sie alle sehr, sich kurz zu fassen, sich kurz vorzustellen. Und da vorne gibt es ein Mikrofon. Ich glaube, wir gehen besser von hinten nach vorne, weil die waren die Ersten. Die letzte Reihe und dann vielleicht drei Fragen erstmal. Ja. Und bitte kurz, Sie sehen, es haben sich viele gemeldet. Ja, hallo, also Karl Schneider, ich studiere Umweltingenieurwissenschaft. Und ich überlege mir in letzter Zeit immer öfter, ob ich dann das richtige Fach studiere. Wenn ich nämlich in die Uni schaue und gerade in den Ingenieurswissenschaften, dann versuchen wir gerade Effizienzsteigerungen von 5% durchzukriegen. Also nicht, ob wir die Autobatterie fürs Elektroauto von 200 Kilometer Reichweite auf 400 Kilometer kriegen, sondern von 200 auf 220. Und ich glaube nicht, dass Leute Elektroautos kaufen würden, weil sie 400 Kilometer weit fahren können. Also es ist viel wichtiger, dass ich eine soziale Innovation habe und dann kommt die technologische Innovation ganz von selber hinterher. Und da noch mal das Bild zum Wald. Der Wald muss umgebaut werden, oder wenn Wald wächst, dann baut er sich um. Wald kann nicht mehr nach oben wachsen, weil wo will er denn hinwachsen? Genau. Der nächste. Ich habe mich schon einmal vorgestellt, das tue ich dich nochmal. Aber was ich jetzt in Deutschland bemerkenswert finde, ist dieser Pessimismus, was wir gegenüber der Technologie haben. So ein hochtechnologisiertes Land kann so pessimistisch mit seinen besten Ressourcen umgehen. Das finde ich sehr bemerkenswert. Weil ich finde, Deutschland hat nicht so andere nennenswerte Ressourcen. Und wenn wir jetzt mit dem Stock hinter den Ingenieuren laufen und sagen, naja, ihr seid viel zu elitär, ihr seid viel zu technologisch, damit können wir nichts anfangen, ihr seid die Bedrohung. Und genauso gehen wir auch mit Internet um, genauso gehen wir auch mit anderen innovativen Ideen um, kann halt dann Europa nur ein Schicksal haben und es ist der Untergang oder Altersheim. Wenn Sie so nett sind und wirklich Fragen formulieren, damit ich versuche es mal ganz kurz, genau, Christiane Felder, Greenpeace, eine Frage an Herrn Schneidewind. Wie, Sie haben es kurz angesprochen, die Forschungsgelder, die in die sozialen Innovationen fließen. Mich würde interessieren, wie Sie sich vorstellen, das noch mehr zu fördern hier in Deutschland. Ich würde sagen, noch zwei Fragen ruhig. Ich muss joggen. Jürgen Knirsch, auch von Greenpeace. Ich fand den letzten Teil der Diskussion doch wieder sehr deutschlastig, obwohl Herr Füchs ja am Anfang gesagt hat, wir sollen uns hier nicht als Nabel der Welt betrachten. Ich würde gerne eine Frage zur Vermittlung oder Internationalisierung dieser Debatte stellen, aber unterschiedlich an Herrn Füchs und Herrn Schneidewind. Herr Füchs, Sie haben einerseits eben gesagt, wir sollen uns hier nicht so wichtig nehmen, das Wachstum kommt von der globalen Mittelschicht. Auf der anderen Seite sagen Sie, Deutschland muss aber jetzt das Innovationszentrum für den Green New Deal werden. Meine Frage ist, wie vermitteln Sie das der globalen Mittelschicht oder welche Instrumente gibt es denn tatsächlich, einen fairen Ausgleich hinzubekommen oder bedienen wir jetzt nur eine globale Mittelschicht als unsere nationale? Und an Herrn Schneidewind gerichtet, es gibt ja Ansätze vom Wissenschaftlichen Beirat, globale Umweltveränderung, so ein Budgetansatz zu sagen, Länder oder auch Personen haben eigentlich ein Budget, zum Beispiel bei CO2-Emissionen. Und man kann das ja auch weiterführen, nicht nur für CO2-Emissionen, für den Wasserbedarf, die Art und Weise, wie viele Kalorien wir zu uns nehmen. Wie kann man solche Ansätze, ich vermute, Sie sympathisieren mit solchen Vorstellungen, welche Möglichkeiten gibt es auch da, die international zu verbreiten? Danke. Ja, also der Klimawandel, der ist ja nun sehr bald steht er uns bevor und da ist es ja wichtig, dass die Leute, die davon überzeugt sind, dass das so ist, sich auch einigen und ich glaube, sie können sich auch sehr gut einigen, denn ihre Argumente passen ja sehr gut zusammen und ich bitte Sie, das zu bestätigen, dass also sowohl der technische Fortschritt für Energiespeicherung zum Beispiel oder für die künstliche Photosynthese oder die sozialen Veränderungen, die unbedingt erforderlich sind, um das menschliche Miteinanderleben auch erfreulicher zu gestalten. Wollen Sie anfangen, Herr Schneidewind? Ja? Ja, stimmt. Wir können einfach nur eine zweite Runde machen. Also ich würde Sie jetzt beide einfach um eine Antwortrunde. Eben. Dahinter haben Sie so viele Fragen, aber wenn Sie so viele Fragen beantworten, gerne, dann Sie noch.
Ja, ich habe ganz bewusst auch keine Frage, weil es soll eine Diskussion sein. Und möchte nochmal den Punkt der Frage, oder für mich ist es aktuell in Bezug auf die Literatur, die ich gelesen habe, sogar keine Frage der Entkopplung einbringen, weil das ist elementar für all das, was jetzt hier auch diskutiert würde. Weil es geht nicht darum, Technik und Technologie zu verteufeln oder zu sagen, die kann nichts. Es ist gut, dass sie da ist. Es ist gut, dass wir uns im Bereich der Effizienz etwas leisten und konsistente Kreislaufwirtschaften ermöglichen. Aber das Wichtige ist, das reicht nicht aus. Es wurde keine Entkopplung hergestellt innerhalb der letzten Zeit und sie ist auch nicht zu erwarten. Und deshalb stellt sich ja gerade die Frage, oder ich würde es direkt dann sagen, erfordert es, Wachstum in Frage zu stellen, sich vom Wachstum zu lösen. Und da stehen gerade die Industriestaaten im Mittelpunkt. Deshalb ist Wachstumskritik und die Wachstumsfrage nicht eurozentrisch, sondern die Industriestaaten, die sind verantwortlich, dass der Overshoot Day nicht mehr im September zukünftig ist, sondern ja, am 12.12. um 0 Uhr. Es ist noch eine Frage da. Christoph Berthe, ich bin hier als interessierter Bürger. Ich wollte die Frage stellen, ob nicht auch wir althergebrachte Vorurteile und Feindbilder überwinden müssen, um die Grenzen des New Green New Deal zu überwinden. Wenn ich mir anschaue, was der Effekt der Energiepolitik ist, die Grünen ja seit Jahren gewollt haben, dann ist der Effekt, dass mehr als die Hälfte der klimaverträglichen Energie aus dem Markt genommen wird und komplett durch Kohlekraftwerke ersetzt wird. Dadurch rückt die Möglichkeit. Können Sie das nochmal? Ich habe es akustisch nicht richtig verstanden. Der Effekt der Energiepolitik, die die Grünen gewollt haben, ist, dass mehr als die Hälfte der klimaverträglichen Energieversorgung aus dem Markt genommen wird und durch Kohlekraftwerke ersetzt wird. Das ist der Effekt. Und dadurch rückt das Ziel, die Stromversorgung klimaverträglich zu machen, in weite Ferne. Die Möglichkeit, Strom für Elektroautos, Strom für Wärmepumpen klimaverträglich zu versorgen, damit man Mobilität klimaverträglich bekommt, damit man Raumwärme klimaverträglich bekommt, das rückt in weite Ferne. Okay. Ich würde nur die Frage stellen, ob man nicht auch hier Vorurteile und Feindbilder überwinden müsste. Jetzt machen wir, glaube ich, erstmal eine Antwortrunde, sonst wird es zu konfus, würde ich sagen, ja. Das sind jetzt 5 starke Fragen, wenn genau. Sie anfangen. Ja, also ganz, ganz vielen Dank für die guten Fragen und Anmerkungen. Zeigt, dass das Streitgespräch die nötige Funktion erfüllt hat, wirklich anzuregen und in intensiver Weise zu kommentieren. Also mich hat die Perspektive des ersten Votums extrem angesprochen. Ich glaube, das ist genau diese Logikumkehr, die wir brauchen. In sozialen Innovationen denken, weil dann werden die technologischen, die in diese sozialen Settings passen, automatisch kommen. Und daraus wird auch schon deutlich, dass das, was mir ein Anliegen ist, nichts per se technologiefeindliches ist, sondern wir brauchen natürlich in Zukunft auch gerade Ingenieure, die dann diese an diese sozialen Bedingungen angepassten Technologien mitgestalten. Und insofern bin ich auch, was das Altersheim Deutschland angeht, relativ gelassen. Also ich glaube, wenn uns diese Umkehr gelingt, werden einige Nationen, die uns jetzt vorwerfen, was sagt ihr da der isolierten Technologie so ab, sich vielleicht in 20 Jahren umschauen, was das für ein zentraler Produktivitätsschritt war, Technologie in einer ganz anderen Form eingebettet zu sehen und viel, viel früher auch mit den Nebenfolgen und auch den Begrenzungen von Technologie umgehen zu können und die eigentliche Kraft von Technologie in voller Power zu entfalten. Also da bin ich gelassen, dass das die Vision sein kann für den Technologie- und gerade den Ingenieurstandort Deutschland. Und dafür muss, wie steuern wir das um, was braucht es in der Forschungspolitik für Impulse, Thema, das uns sehr beschäftigt. Das heißt, wir brauchen eben die Labore, in denen ich soziale Innovationen erproben und begleiten kann. Und was sind diese Labore? Die haben wir heute. Das sind die 100 erneuerbaren Energieregionen, gewaltige Netzwerke, die unwahrscheinlich vieles
ausprobieren, experimentieren und nicht in der gleichen Form begleitet worden wie technologische Forschung. Das, was auf einer Stadtebene passiert. Also überall läuft das, was vermutlich den Wohlstand der Zukunft sichert, aber fast ohne eine wirklich intensive Begleitung. Und ich glaube, da kann man durch ein gewisses Umsteuern, es geht nicht durch ein komplettes Umdenken, sagen, es soll weiter Technologieforschung geben, aber durch die Idee so einer eingebetteten Forschung in den Bereichen sehr viel erreichen. Und Sie müssen sehen, wir geben jetzt eine Milliarde für Elektromobilität aus. Im Wesentlichen technologische Forschung. Wichtiger Betonung ist, dass das läuft bei VW, keine Frage. Aber wenn wir davon wenigstens 200 Millionen einstecken würden in intelligentere Konzepte für Stadtplanung und Stadtmobilität, würden wir viel erreichen. Es geht um ein bisschen Allokation und dann haben wir am Ende eine Batterie, die dann vielleicht die 250 bis 300 Kilometer schafft, uns aber die Probleme nicht löst, aber vielleicht sehr, sehr viel mehr an sozialen Innovationen. Und soziale Innovationen, Herr Knösch, der Budgetansatz ist eben eine solche. Das war ein ganz wichtiger Schritt, dass die Bundesregierung das auch anerkannt hat, nämlich hier über einen ethischen Diskurs dazu zu kommen, dass es nur eine normative Grundlegung für künftige Klimaverhandlungen gibt, dass wir für uns anerkennen, nicht Bestandsrecht, sondern Gleichverteilungsrecht, auch im Hinblick auf CO2. Das sind genau die Debatten, die wir brauchen. Und wenn es gelingt, diese Innovation in Gesellschaft zu verankern, werden wir auch zu einem wichtigen Motor globaler Klimaverhandlungen. Also insofern ganz herzlichen Dank für die vielen Steilvorlagen. Darf ich noch eine Nachfrage stellen, weil Sie die erneuerbaren Energienregionen genannt haben. Das ist ja eigentlich ein spannendes Beispiel für das Gegenteil, dass nämlich die Technologie eigentlich ihre soziale Innovation nach sich gezogen oder mit sich gebracht hat. Die dezentrale Energie erfordert Aktionen und Gemeinschaftsaktivitäten von Bürgern und das ist dann auch passiert. Also da haben sich Leute zusammengeschlossen, um, was weiß ich, Heizungen zusammenzubauen, Photovoltaikanlagen gemeinsam zu schaffen und daraus ist wieder was Neues entstanden. Also Henne und Ei eigentlich andersrum. Ja, nur das ist ja keine eindeutige Kausalität. Wir haben ja genauso viel regenerative Energieanlagen und das würde jetzt ja in Zukunft noch stärker werden mit den Offshore-Windparks, die nach klassischer Logik laufen. Also diese Technologie einzubetten in sozialen Setting und zu sagen, das ist ein neuer Motor für das Schaffen von regionaler Identität, zu koppeln mit einer Autonomie-Idee, das ist der eigentlich innovative Schritt gewesen. Und natürlich ist die Technologie darin ein Baustein und durch die Dezentralisierung und Energieversorgung wurde es erst möglich, aber es ist natürlich kein denknotwendiger Schritt. Und die These, die gerade Ralf Füchs aufstellte, es wird ohne Desertec und diese überregionalen Netzwerke nicht gehen. Ich glaube, die Frage, wie viel wir davon brauchen, das wird sich in den nächsten Jahren entscheiden. Und die Frage ist weit offen, auch bei allen Experten. Und je mehr wir tun, um diese regionalen Energiebewegungen zu stärken und damit auch viel an Netzkapazität überflüssig zu machen, umso weniger diese überregionalen Strukturen braucht es. Und da gleich das Potenzial kleinzureden und die zentralen Strukturen zu forcieren, das ist der erste Sargnagel für einen wirklich massiven Ausbau dessen, was derzeit von unten passiert. Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Wenn man das im Ernst verfolgt, die Vorstellung einer weitgehend dezentralisierten Energieerzeugung in der Bundesrepublik, immer noch einem Hochindustrieland, das ein sehr hohes Maß an Energiesicherheit braucht, dass die Bereitstellung von hochkonzentrierten Energiemengen braucht in den Industriestandorten und dass auch wettbewerbsfähige Energiepreise braucht. Und wenn man das weitgehend dezentral machen will, dann brauchen wir wirklich noch gewaltige Produktivitätssprünge bei den erneuerbaren Energien. Gewaltige Produktivitätssprünge. Einschließlich, weil sonst uns sagen die Kosten ins Astronomische davonlaufen, einschließlich von systemischen Problemen wie Netzintegration, ein intelligentes Netz, was auch die Nachfrage steuert und nicht nur die Nachfrage bedient, setzt ein sehr hohes Maß an Steuerungstechnologie voraus. Das sind hochtechnologische Projekte. Und nochmal, ich werde nervös, wenn das so diesen bukolischen Charakter kriegt von Small is Beautiful Selbstversorgung. Das ist eine andere Art von Hochtechnologie, die da gebraucht wird, aber eine, die ein extrem hohes Maß an Ingenieurkunst, an Innovationsfähigkeit und so weiter voraussetzt. Und da haben wir unterschiedliche Meinungen. Trotzdem bin ich überzeugt davon, und
wir merken das jetzt schon, dass wir, wenn wir in Größenordnungen von mehr als 30-40% Erneuerbare im Netz kommen, wir ganz andere Anforderungen haben werden im Hinblick auf Reduzierung der Schwankungen der erneuerbaren Energien im Netz. Und wenn wir das nicht, also Sonne und Wind, extrem fluktuierende Energieformen, und wenn wir das nicht durch riesige Speicherpumpwerke und alle möglichen anderen Formen technischer Speicher machen wollen, dann brauchen wir ein europaweites Netz erneuerbarer Energien, das die Windenergie von den Küsten mit der Sonnenenergie aus dem Mittelmeerraum und den Agrarenergien, den Bioenergien aus den großen landwirtschaftlichen Flächen Mittelosteuropas und der Wasserkraft in Skandinavien und den Alpen miteinander verbindet. Ich glaube, wir sollten jetzt nicht in die große Energiedebatte. Bitte? Moment. Bleib mir doch mal bei einem konkreten Beispiel, damit es nicht so auf der Ebene von Glaubensbekenntnissen bleibt. Bleiben wir mal bei diesem konkreten Beispiel. Es sind zwei Fragen gestellt worden und ich jetzt beantworten. Lassen Sie mich mal dieses Beispiel durchbuchstabieren, weil dann wird es wirklich anschaulich. Wenn wir den Anspruch haben, dass wir die Atomenergie ablösen und gleichzeitig die Kohle ablösen, dann können wir uns vor diesen Herausforderungen nicht rumdrücken. Und deshalb dieses Plädoyer, dass wir systemische Veränderungen verbinden mit massiven Innovationsschüben. Sonst laufen wir gegen die Wand. Das gilt auch für das Beispiel mit dem Verkehr, was genannt wurde. Wir können durch Verhaltensänderungen vielleicht 20%, vielleicht 30% von Verkehrsenergie reduzieren, dann bleibt immer noch ein Gap von 30-50% CO2-Emissionen, die wir reduzieren müssen. Und diese Lücke wiederum kann nur durch technische Innovation geschlossen werden. Es gab zwei Fragen. Die eine finde ich besonders wichtig, nämlich die nach der Entkopplung. Nehmen wir mal das Beispiel Bayer, was wir heute gehört haben. Produktionssteigerung in den letzten 20 Jahren, ich glaube, er sagte um 32-34%. Reduzierung des Energieverbrauchs um 36%. Reduzierung der CO2-Emissionen um 42%. Das ist absolute Entkopplung. Das ist nicht nur relative, sondern absolute Entkopplung. Steigerung der Produktion bei absolut sinkendem Verbrauch. Insofern ist das für mich eher ein ermutigendes Beispiel über die Potenziale, die in mehr Ressourceneffizienz liegen. Und diese Potenziale müssen wir weiter herauskitzeln durch entsprechende politische Rahmenbedingungen, über die wir heute schon mehrfach gesprochen haben. Nicht alleine durch freiwillige Vereinbarungen oder Selbstverpflichtungen der Industrie. Also das Argument, dass der Rebound-Effekt notwendigerweise jede Form von Effizienzgewinn aufzehrt, ist nur dann richtig, wenn die Preise sinken. Wenn die Preise steigen, bleibt der Ansporn auf weitere Steigerung der Ressourcenproduktivität aufrechterhalten und wir müssen schneller sein, was die Effizienz angeht, als das Wachstum der Weltwirtschaft. Das ist sozusagen eine logische Gleichung. Zu dem Beispiel Atom, also zu der Frage, was wir für die Welt sein können, ich würde sagen, ein Schaufenster für die ökologische Moderne. Mit allem, was dazugehört. Das könnte unsere Rolle für die Welt sein, von intelligenter Gebäudetechnik mit geschlossener Wasserführung und mehr Energieproduktion, als diese Gebäude verbrauchen, bis hin zu dem Rückholen von landwirtschaftlicher Produktion in die Städte, über integrierte Pflanzenzucht in Gebäude, die Abwärme von Gebäude nutzt. Also eine Menge. Man braucht ein bisschen ökologische und technische Fantasie, um
die Modelle zu kreieren, die tatsächlich ein Beispiel werden könnten für eine Welt mit 9 Milliarden Menschen, die vor allem in den Städten lebt. So, da denke ich, haben wir immer noch gute Voraussetzungen, um da als Beispiel zu fungieren. Vielen Dank. Es ist jetzt gleich 9 Uhr. Ich glaube, wir machen nicht noch eine weitere Fragerunde. Ich kann aber all denen, die noch was fragen wollten, die Verheißung auf den Weg geben, dass es draußen gleich noch ein Glas Wein gibt. Und dann können Sie noch bilateral Herrn Füchs und Herrn Schneidewind grillen. Ich würde gerne eine kleine Abschlussfrage noch stellen, weil ich finde, das ist noch ein bisschen zu kurz gekommen. Wir haben ja eine Enquete-Kommission und die diskutiert über solche ganz anderen Fragen, wie zum Beispiel ein Bruttoglücksprodukt. Wir messen nach wie vor Wohlstand einfach stärker in rein materiellen, nach materiellen Kriterien. Auch bei Inna Füchs kommt immer so ein bisschen dieses, soll nicht kitschig werden, sie reden von Innerlichkeit. Also immer wenn es um solche sozialen Fragen geht, dann habe ich den Eindruck, stellen sich irgendwelche Stacheln auf. Ich würde gerne Sie beide um einen Satz bitten. Warum ist es eigentlich so schwer, darüber zu reden? Es ist gar nicht schwer, darüber zu reden, nur verändert das Reden über die Wirklichkeit noch nicht die Wirklichkeit. Das ist und aber ich, gar nicht mehr ich Bloch. Ich habe in meinem, waren Sie ja nicht da, in meinem Eingangsbeitrag mich ausdrücklich darauf bezogen, dass wir andere Indikatoren und Maßstäbe brauchen für gesellschaftliche Wohlfahrt, die sowohl die sozialen, ökologischen Folgekosten des Wachstums einbeziehen, wie sehr subjektive Fragen von sich wohlfühlen in einer Gesellschaft. Aber das enthebt uns nicht von der Diskussion, die wir hier heute geführt haben, nämlich wie wir eine Welt im Gleichgewicht halten, die in jeder Hinsicht stürmisch wächst. Herr Schneidewind, Sie haben jetzt das Schlusswort. Ja, ich glaube, Reden über die Wirklichkeit alleine ändert die Wirklichkeit nicht, aber ohne Reden über die Wirklichkeit ändert sich keine Wirklichkeit. Und deswegen halte ich auch in dieser Indikatordebatte es für extrem hilfreich, dass wir hier gezielt andere Indikatoren in die Diskussion werfen, damit wir solch hochproduktiven Debatten, wie wir sie gerade hatten, in Zukunft noch viel in dieser Republik und auch global haben werden. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören, den beiden Diskutanten, vielen Dank fürs Zuhören. Ich werde jetzt kein Resümee ziehen und ich kann auch nur sagen, dass man an ganz vielen Stellen natürlich noch jeweils eine Stunde hätte vertiefen können, aber das können Sie ja zumindest partiell jetzt gleich noch machen bei einem glücklichen gemeinsamen Glas Wein. Schönen Abend noch. Applaus